So, mittlerweile Freitag, aber nachdem ich gestern nicht mehr zu Vloggen gekommen bin, weil wir ziemlich müde waren im Hotelzimmer, jetzt erstmal die Review von gestern. Und ja, zuerst einmal bei World of Warcraft, Legion. Kennst nämlich oder niemand. War an sich ziemlich cool, wir haben beide den Demon Hunter ausprobiert. Damage-Skalierung, die Tank-Skalierung war leider gesperrt, ich hab's versucht. Ja, war doof, aber ich fand das cool. Vor allem mit dem Rumspringen und die Spektralsicht war irre cool. Er hat sich halt ein bisschen gespielt, wie sich der alte Demon Hunter in Warcraft 3 hat steuern lassen, wer sich daran noch erinnern kann. Natürlich mit den WoW-Movement-Erweiterung, was ich ziemlich cool fand. Ich hätte gerne die Tank-Skalierung noch probiert, aber... Vielleicht liegt er mir überhaupt nicht, keine Ahnung. Ja, dann waren wir noch bei Hearthstone. Hearthstone war ziemlich heftig eigentlich. Es gab eine neue Art von Kartenchaos, wo man gegen, wie hieß er schnell? Nein, nicht mehr. Ne, Farian, danke. Farian spielen musste. Ich komme mit den Drachen ständig durcheinander. 200 Leben hat das gute Ding, die beiden Spiele müssen zusammenarbeiten, wie damals gegen den Mechatron oder was war das? Ja. Und ja, nach 30 Lebenverlust kriegt er 5 Angriff, also hat er erstmal 5 Angriff. Und nach 150 Lebenverlust, also bei 50 Leben oder so, kriegt er nochmal 5 Angriff dazu, also insgesamt 10. Und er hat halt natürlich wieder Mechatron auch ein paar Spells, wie für beiden Helden 7 Schaden zu oder verteilt 10 Schaden random. Ziemlich mies ist. Dann waren wir beim Blizzard Store, haben uns da ausgetobt. Ich habe einen Hearthstone Hoodie und eine Diablo Tasse noch gekauft. Gab wieder eine coole Bag dafür. Wo waren wir dann? Final Fantasy. Achso ja, Final Fantasy waren wir auch noch, genau. Dazwischen waren wir noch woanders. Ja. Egal. Erstmal Final Fantasy, da haben wir PvP-Kampf gemacht. Final Fantasy 14 online. Gut, dass wir beide noch nie vorher PvP gespielt haben. Geschweige denn Final Fantasy 14. Wobei ich erstmal bei 16,5 bis 17 neu ausprobiert. Grüße an dich und jetzt muss ich kurz Pause machen, weil sonst wird es hier zu laut. So, ich hoffe, hier wird es etwas leiser am Arsch. Okay. Also, geschweige denn, dass wir jemals Final Fantasy 14 überhaupt gespielt haben. Lief trotzdem ganz gut. Ich war Tank und. Ich war Weiß Magier, also Heiler. Ich habe halt Bladerdin gespielt. War eigentlich ganz lustig. Bis auf die Tatsache, dass wir, obwohl wir 4 absolute Anfänger waren und gegen 2 Anfänger und 2 angebliche Profis gespielt haben, die wir mal grundlos abgezogen haben, haben dafür auch ein T-Shirt bekommen. Das ist Gamescom Unique. Das heißt, das gibt es nirgends anders. Kein Shop, kein anderes Gewinnspiel. Das gab es nur hier. Und es gibt noch ein zweites Shirt, das man noch hier kriegen kann. Aber dazu muss man Nidhogg oder so irgendwie hieß der. Auf jeden Fall anscheinend der schwerste Boss des Spiels. Das sieht, ich habe total viel Ahnung. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad besiegen. Das haben bis jetzt nur 8 Leute geschafft. Also eine Achtergruppe. Klingt nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Gut. Dann war noch der Sovi-Treff. Grüße an Storm, Atala und alle anderen, die noch da waren. Viele waren es auch nicht. Zumindest nicht alle. Sovi sind eigentlich schon viele. Und jo. War auf jeden Fall mal wieder ganz nett, alle zu sehen. Und ich glaube, das war's, oder? Jo, heute steht an Final Fantasy 15 ein Musician-Treffen. Sehr grinsweine. Und ich würde gerne mal auf War 3 ausprobieren, das wollte ich gestern schon machen, aber mal schauen. Und das Legion-Café steht heute Abend an, genau. Dazu kommt ein eigenes Video. Ich hoffe, ich kriege genug Material dafür. Insofern
Wir sind gleich am Bahnhof und müssen gleich unseren Zug erwischen. Von daher verabschiede ich mich hier erstmal. Und vermutlich bis gleich. So, ich hoffe jetzt, dass es scharf zum dritten Mal, ja. Ende von Tag 2, wir waren jetzt gerade nach dem Bleachen-Café, war ziemlich cool. Was haben wir sonst noch gesehen? Am Anfang haben wir gesehen Heroes of the Storm, ich habe es auf Twitter gepostet. Möchtest du dazu was sagen? Nix, gut. Heroes of the Storm gab es die neue Karte aus StarCraft, war ziemlich cool. Ich habe mit Thrall gespielt, ich habe nämlich schon lange kein Hotz mehr gespielt. Dementsprechend musste ich mich da ein bisschen an Helden klammern, die ich kannte, oder an einen Helden klammern, den ich kannte. Wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste dran. Nein, die Kartenmechanik ist ziemlich cool, man sammelt halt diese Nukes ein, man sah ja auch schon ein paar Videos davon. An sich relativ spannend. Jo, das neue Lindsay Sterling Album kam heute raus, wir haben es gerade. jedenfalls, ja, ziemlich cool. Freue mich drauf. Habe ich vielleicht auch wieder ein bisschen Bock, das zu spielen. Dann haben wir lange Zeit nichts angespielt, da sind wir ein bisschen so durch die Hallen gelaufen. Haben unter anderem Musician gejagt. Bis wir irgendwann geschnallt haben, okay, der kommt zu bestimmten Zeiten raus. Das ist wie bei den Pokémon jetzt, das ist... Lach doch endlich. Gottes Willen. Ja, dann waren wir gegen Abend dann schon eher bei Titanfall 2. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, ich habe ähnlich wie beim ersten Teil Hoffnung, dass es ein gutes Spiel wird und dass es einige Leute in einige Zeit lang spielen, weil es wieder echtes Potenzial bringt, auch wenn wir es mit dem PlayStation 4 Controller gespielt haben und ich sagen muss, dass die Steuerung scheiße war. Aber gut. Also ich war zumindest total überfordert damit. Weiß nicht, wie es dir ging dabei. Ja, theoretisch auch, aber ich spiele halt sonst auch kein PlayStation, wie du auch. Von daher. Ja, also das ist unser Manko jetzt, sag ich mal. Gut, dann waren wir noch bei Watch Dogs 2, genau. Ich habe den ersten Teil danach sogar noch gekauft. Yay. Für 10, 15 Euro, 15 Euro glaube ich. Weil ich allein durch diese 15 Minuten Preview irgendwie Bock hatte, das auszuprobieren und zu zocken. Es war halt nur diese 15 bis 30 Minuten, was war es? Ich glaube 30 Minuten waren es doch, oder? Ja, 30 Minuten. 30 Minuten Show, man konnte es nicht selbst anspielen. Aber was man gesehen hat, sah im Vergleich zum ersten Teil sehr, sehr gut aus. Also wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, ich kenne ihn selbst nur von Previews und Tests und so. Und ich habe teilweise ein Let's Play gesehen dazu, aber es sah auf jeden Fall einiges besser aus. Hoffen wir nur, ist es nicht wieder so verbuggt wie das erste Watch Dogs nach dem Release, weil... Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass es ähnlich wie ein gewisses Rennspiel, das mittlerweile eigentlich in die Grube gehört, Need for Speed,
weil die Zeit von dem nächsten Spiel ist einfach schon lange vorbei, dass man alle Spieler in einer gewissen Region online sehen kann in dieser Karte von San Francisco. Ich bin kein Fan von Multiplayer-Elementen in Solo-Kampagnen. Das ist einfach so nicht meins. Da will ich nichts mit zu tun haben. Ansonsten sah es wieder relativ cool aus, wie gesagt. Ich spiele jetzt den ersten Teil mal, vielleicht wollen wir den zweiten auch. Und am Abend waren wir, wie gesagt, im Legion Café, aber da gibt es ein eigenes Video dazu und deswegen klickt das an. Bis dann.